Ja, Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Wir müssen gerade Blackbeard folgen. In einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs juckt mich nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Hallo. Sieh dich um, Mann. Ich umkippe. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Sorry. Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Jawohl. Calumet hat gesprochen. So, erzählt weiter, dann muss ich nicht. Also... Ihr dürft mich gerne. Der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Ei, ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Sind wir bereit? Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorkt. Pass auf, Ben. Ja. Also ich denke, wir sind bereit, oder? Neues Missionsziel, eine Tauchglocke kaufen. Gut, dass wir hier einen Habermeister haben. Of course, I require services. I wanna buy a dive bell. Tauchglocke, tauchen, dive, Glocke, bell. Vielleicht. Tauchglocke. Na, was ein Glück, dass wir gerade ein bisschen Kohle auf der Hand haben, ne? Ich guck das nach, was Tauchglocke heißt. Achso, wir können trotzdem ganz kurz mal nach Jackdaw-Upgrades gucken, ob wir noch irgendwas Sinnvolles machen können. Nein. Also nicht wirklich. Ja, aber nee. Und auch eigentlich, na gut, das kostet jetzt alles nicht so viel. Das können wir erstmal nehmen. Jetzt wollen wir uns auch der Meeresfischerei vielleicht ein bisschen nähern. Panzerung des Beiboots. Das kostet Holz, ne? Holz ist okay. Können wir erstmal alles nehmen. 1500, ja, aber mehr Harpunen brauchen wir erstmal nicht. Dann ist das okay. So, wir haben eine Tauchglocke. Wo müssen wir hin? Nirgends. Das ist toll. Ach so. Überall da, wo jetzt quasi hier irgendwas angezeigt wird, wo diese Glockenzeichen angezeigt werden. Also ich nehme einfach mal an, dass wir jetzt gleich, sobald ich auf dem Schiff bin, auch erfahren werden, wo wir wirklich hin müssen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das mein Deckdorf ist. Ja. Sieht gut aus. So, Captain Amort! Huldig mir!
Kenway. Ja! In See stechen. Schnellreisemenü öffnen? Ich bin gerade noch überfragt, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Aber irgendwo... Da muss ich hin. Kann man hier jetzt schnell reisen? Nö. Schade. Steuerruder nehmen. Dann müssen wir doch so in See stechen. Machen wir mal. Gegner werden misstrauisch, wenn sie eine Leiche sehen. Komisch, ne? Wer hätte das gedacht, dass sie dann misstrauisch werden? Ich werde auch immer misstrauisch, wenn ich Leichen sehe. Passiert zwar nicht zu häufig, aber schon. Ach, meines Erachtens viel zu oft. So viel Segel, wie ihr könnt! Oh, Nebenaktivitäten. Den Aufenthalt des Ziels erreichen. Ja, das habe ich irgendwann mal angenommen, als ich hier. Wenn es hier irgendwo. Nein, ich suche Metall. Das habe ich angenommen, als ich irgendwo hier offscreen Metall gefarmt habe. Dann wird es immer angezeigt. Finde ich doof. Müsste ich eigentlich demnächst entweder on- oder offscreen machen, damit es einfach nicht angezeigt wird. So, scheiß Lied. Nächstes. Ja, das ist gut. Es geht mir nämlich auch immer persönlich ziemlich auf den Sack, wenn da solche Nebenaktivitäten angezeigt werden, die ich eigentlich gar nicht machen will und nur aus Versehen angenommen habe. Ich vergesse irgendwie immer bei jedem Assassin's Creed, wie ich das wieder wegmachen kann. In Erinnerung, Neustart und sowas geht ja alles nicht. Welchen Ort will ich mir ansehen? Schöner Strand. Könnten wir uns mal ein Ferienhaus bauen oder so? Später. Nicht jetzt. So, jetzt wären vielleicht ein paar... ein paar Schiffe ganz gut, die... Metall geladen hätten. Was sieht nach einem Zivilisten aus? Nö, das ist ein Kanonenboot, die Phoenix. Aber auch die brauchen wir nicht wirklich. Hat ja nichts gehört. Umsonst einfach mal ein paar Kanonenkugeln verschießen, ey. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. So, wir nähern uns langsam. Vielleicht sollten wir nicht gegen diese komische Insel und nicht gegen die Sandbank da vorne, wie ich gerade sehe, fahren. Aber dann bin ich doch schon mal gespannt, wie das ist, wenn wir da wirklich gleich tauchen werden. Das habe ich selbst, als ich das erste Mal durchgespielt habe, nur ein oder zwei Mal gemacht. Achso, was habt ihr geladen? Erzählt mal nix und nicht sehr viel mehr. Und dich kann ich nicht erkennen. Naja. Da geht gerade ein Schiff unter. Kann man die entern? Ich probiere das einfach. Ob ich die entern kann. Ansonsten ramme ich sie einfach so weg. HMS Devastation. Yeah. Kein Enternzeichen. Tut mir leid. Ich gehe am Tor zur Hölle. Geentert. So, jetzt hat sie aber irgendwelche Fracht fallen lassen. Die würde ich wiederum sehr gerne aufnehmen. Fracht, Fracht, Fracht. Los. Gib mir etwas Fahrt. Los. Hoch die Banden, da wird's bald. Alle Segel raffen. Zieht Männer, Großsegel bergen. Wo ist denn hier keine Fracht? Alle Segel klar zum Setzen! Was hast du geladen? Holz und Zucker. Kannst du dir selbst in den Arsch blasen, aber ich keinen Bock zu. Das ist ein großes Schiff. Das ist eine Fregatte. Was die Queen. Queen 1 Revenge. Das ist eins der höchsten Royal Navy Schiffe gewesen. Queen 1 Revenge. Die werde ich mit unserem kleinen Jackdaw nicht einnehmen können, fürchte ich. Aber solange sie mich nicht einnehmen wollen, ist das ja auch alles noch okay. So, da ist die Tauchglocke, das ist okay. Ich will erst nochmal hier ganz kurz
Ja, zwei Metall, besser als nichts, ne? So. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Ja genau, halbes Segel, mach halt. Was muss ich machen? Ach so, ich müsste zu Queen Anne's Revenge anscheinend. Beziehungsweise ich muss ja die Hauptmission annehmen. Ja, ist okay. Warum machen wir gerade mit den Briten gemeinsame Sache? Das verstehe ich nicht. Muss ich vielleicht auch gar nicht? Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Bitte, Bonnet. Hallo, Bonnet. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden, zum Beispiel Schiffswracks und Cenotes. Cenotes? Wie auch immer. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach kreisgedrückt, wenn Sie aufgefordert werden, die Tauchglocke herabzulassen. Segel setzen, Bewegung! Also versuchen wir es doch gleich mal. Alle Segel, sie verträgt das! Jawohl! Natürlich verträgt sie das. Rahm- und Marssegel festzurren! So. Männer, Rahmsegel! Da auf dem Meeresgrund, Sir! In die Wand! Halten und andocken. Jetzt bin ich gespannt. Daran kann ich mich auch noch kaum erinnern. Aber Edward lässt sich erstmal mit in die Tiefe fallen. Okay. Also, mit der Tauchglocke bekommen wir Luft. Das weiß ich noch. So, jetzt wird das zum Teil ein bisschen komplizierter. Jetzt ist das Schwimmen erstmal anders. Jetzt muss man nämlich wieder mit den beiden Sticks. Den beiden Sticks schwimmen, das heißt hoch, runter geht dann auch so. Und jetzt haben wir hier noch Fässer. Waren das Luftfässer? Ich glaube schon. Interagieren. Genau, das sind Luftfässer. Gibt es irgendeinen Bereich, wo ich die Medizin finden kann? Was ist das? Eine Luftblase, okay, da gibt es auch noch natürliche. Dann versuche ich jetzt erstmal die Truhen hier abzuschwimmen. Ich hoffe, diese. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, sie tun mir nichts, sie tun mir doch was. Okay, war auch nicht anders zu erwarten. So, jetzt steht hier wieder plündern, das ist richtig, so kenne ich das. Ja. Hier. Das wird interessant. Die nächste Kiste ist bestimmt irgendwo weiter unten drin, oder? Genau, hier ist eine Kiste. Ist hier die Medizin drin? Könnte sein. Saphir? Nein. Die Kiste ist hier nicht. Ach, das ist optional da. Gut. Jetzt würde ich gerne noch die Medizin finden. Okay. Wer ist hier? Hier blinkt was. Interagieren.
Oder geht es einfach nur schneller jetzt hier unten rein, quasi zur nächsten Kiste? Das müssen wir mal gucken. Also die Kiste ist auf jeden Fall hier. Und, ach, drücken wir Medizin zu finden. Gut, dass es hier keine Quicktime-Events gibt. Da bin ich ja so froh. Medizin. Edward, du kannst auch mehr mit... Oh Gott. Ja, einen Weg nach draußen finden. Genau. So, zack. Hier durch. Und jetzt kommen wir höchstwahrscheinlich gleich zu dieser natürlich angelegten Luftblase, die wir auch brauchen werden. Ist sie vielleicht mal nach oben schwimmen, ne? Halten, um unter Wasser zu tauchen. Jawohl. Machen wir. Ich glaube, sowas würde ich persönlich auch ganz gerne mal machen. Also nicht nur schnorcheln, sondern so richtig tauchen. Und dann... Ui. Und dann auch mal wirklich Unterwassersysteme... Au. Irgendwie kennenlernen. Natürlich mit Atemgerät, nicht ohne. Oh nein, ein Hai. Das ist wiederum... ich will hier weg. Oh Scheiße. Unlustig, diese Glocke müsste ich... Ach, Alter. Erreiche ich die noch? Ich glaube nicht. Vielleicht doch. Edward! Edward mit den Scherenhänden, mach hin. Interagieren. Puh, das geht anscheinend, da muss man nicht anonym sein. Was ein Glück. Halten, um zum Schiff zurückzukehren. Okay. Was kriege ich auch noch hin? Ahoi! Glück gehabt! Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Sollen wir nun Medizin stehlen? Du vergisst das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Ja. Und du wärst dann der Teufel? Hat er den Lunden angezündet? Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar, du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Und du nimmst den lauten Weg, ja? Okay, 3 von 3 haben wir geschafft. Ein Haiangriff haben wir. Ja gut, vielleicht hätte ich mal lesen sollen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das sage ich sehr oft, das weiß ich und ich mach's trotzdem nicht. Okay, Leute. Alle Segel reffen! Dann hätten wir die Mission auch geschafft. Und als nächstes müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ne? Wo müssen wir hin? Irgendwo hier. Des Teufels Advokat heißt es. Und wir könnten nach Salt Lagoon. Ganz kurz gucken. Hat die? Eine Böe kommt auf, Captain. Nee, hat Holzenzucker. Schade. Nun gut, in dem Fall möchte ich die Folge jetzt hier an der Stelle beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir irgendwo in der Nähe von Salt Lagoon sind. Also Leute, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao!